willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute für euch seit langem mal endlich wieder ein Fashion Haul für mich der Marke Halara. Ich wollte euch die Sachen mal zeigen, mache die Pakete jetzt aber auch erst auf, also werde ich mit euch zusammen reinschauen. Ich werde die Sachen aber auch alle anprobieren und euch auch genau zeigen, wie sie sitzen, passen und ja, genau aussehen. Die Firma Habi wurde mir schon sehr oft angezeigt und hat mich schon seit längerem interessiert. Und jetzt habe ich endlich da mal eine Auswahl bestellt zum Testen. Also schaut selbst. So, wir starten mit dem ersten Produkt. Auch wieder super in so Zippertüten, die man immer wieder benutzen kann, wenn man was verschicken will oder für nasse Wäsche beim Schwimmen, keine Ahnung. Also wir haben immer dafür Verwendung. Oder um irgendwelches Spielzeug zu sortieren. Das erste Produkt ist eine Cordhose in Rosé, also so altrosa, grobes Cord, würde ich sagen. Sehr schön. Ich ziehe sie direkt mal an. So sieht die Hose getragen aus. Ich bin super zufrieden. Sie hat eine richtig schöne Passform und auch die Größe ist optimal. Ich habe jetzt natürlich hier so ein langes Kleid drüber, aber ich habe gleich auch noch ein Oberteil. Ja, ich finde den Sitz klasse, dass sie auch ein bisschen höher geschnitten ist. Hier hinten ist sie total elastisch und passt sich an. Ich habe nämlich total oft hier hinten, dass die Hosen abstehen. Das kennen ganz viele mit einem Hohlkreuz. Die haben das Problem auch. Dann hier mit den Taschen richtig schön lässig und super bequem. Halara ist übrigens eine Marke, die von Frauen gegründet wurde. Legen ihr Augenmerk darauf, dass Frauen sich kleiden können, wie sie wollen, machen können, was sie wollen, dass Frauen alles können. Und ja, das ist ja heutzutage so das Leitbild, was man ein bisschen ändern will, zum Glück. Finde ich, machen sie auch sehr gut. Ich bin von der Hose total begeistert. Die gibt es übrigens in 10 verschiedenen Farben. Ich habe mir so Altrosé ausgesucht, weil es einfach am besten zu meinem restlichen Kleiderschrank passt, denke ich. Obwohl, ich habe geschwankt zwischen Braun und Altrosé. Die ist auch nirgendwo zu eng, zu spack. Unten ist sie halt so ein bisschen weit ausgestellt, aber leicht nur. Und auch für meine kleine Größe, Kürze, optimal. Also es gibt auch verschiedene Längen bei Halara. Wenn man eine längere braucht, kann man die dort auch kriegen. Gut, kommen wir zum nächsten Produkt. Das mache ich jetzt hier direkt mal auf. Das ist die Halara Magic Denim Jeggings. Das ist so eine Strick-Denim, die total weich ist, merke ich gerade. Sehr schön. Also ich probiere sie erstmal an. Ja, hier bin ich auch wieder super begeistert. Die ist 7/8 geschnitten. Das soll das Bein länger wirken lassen. Ja, ich habe eh sehr kurze Beine, weiß ich nicht. Aber die ist super weich, super bequem. Viele Leggings, finde ich, sind so spack und irgendwie so, ja, nicht so weich halt. Die kann man nicht so gut so hochziehen zum Beispiel. Die ist super stretchy, super zart. Die hat hier hinten noch aufgesetzte Taschen, also da kann man auch noch was rein verstauen. Die sollen super geformten Po machen. Ich habe viel Po, da ist sowieso immer viel Rundung. Wenn man jetzt einen kleinen hat, weiß ich nicht, wie das aussieht. Aber auch von der Hose bin ich super begeistert. Die Cordhose gerade gibt es übrigens auch bis 3XL. Diese hier auch. Und die gibt es in 5 verschiedenen Farben. Und ich habe sie auch nochmal mit Vlies von innen gefüttert dabei. In einer anderen Farbe allerdings. Ich finde mich immer nur in Leggings so unangezogen. Aber das ist jetzt mit der Jeggings hier überhaupt nicht der Fall. Ja, nächstes Produkt wäre dann, wie gerade eben schon erwähnt, die gleiche Jeggings. Allerdings von innen gefüttert so ein bisschen, also so ein bisschen flauschiges Vlies, nicht so richtig dick, wie man diese anderen da kennt, die dann total auftragen, finde ich. Ja, ich ziehe sie trotzdem auch nochmal an, obwohl die ja genau gleich sitzen wird. So, ich habe mich direkt auch nochmal ins vierte Teil geschmissen, nämlich dieses Rollkragen-Oberteil. So ein leichtes in einem cremigen Weiß. Also super toll, angenehm, super Passform, super schön weich. Ich bin total begeistert. Ich wollte euch ja eigentlich die Hose zeigen. Also das ist die gleiche Hose wie gerade, nur ja, in schwarz. Also so used schwarz und halt mit dem Vlies unten drunter. Also ein bisschen wärmender. Finde ich jetzt auch mega schön mit dem Oberteil. Deswegen habe ich es jetzt auch direkt zusammen angezogen.
würde ich am liebsten jetzt auch direkt so anlassen. Ich mag im Moment super gerne Rollkragen und dann so leichte, nicht diese ganz dicken. Genau, was ich noch sagen wollte zu der Hose, die hat hier oben so einen etwas breiteren Bund. Dadurch wird die Taille nochmal ein bisschen zarter geschmeichelt und auch ein bisschen höher gesetzt. Dadurch sollen die Beine auch wieder verlängert wirken. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, vor allem so kurz jetzt nicht. Aber ich bin total begeistert. Also vom Gefühl her, also man sagt ja immer, mein Mann zum Beispiel sagt immer, zieh doch mal die Jeans aus, das ist ja voll unbequem. Das ist ja jetzt eine Jeggings, aber die ist so bequem, die könnte ich einfach, glaube ich, immer anlassen. Und dann ist die auch noch gefüttert und man friert nicht. Also ist man optimal gekleidet. So, jetzt habe ich dieses lange Kleid hier noch. Kann gar nicht sagen, wie toll ich das finde. Es ist so weich, so angenehm zu tragen. Ich liebe ja so Langarm, so ziemlich einfache Langarmkleider und dann auch noch ziemlich lang. Also bodenlang ist es nicht, aber für mich ist es auf jeden Fall super lang. Ja, dann ist das hier noch hier so schön tailliert. Also ich finde es wirklich wunderschön. Da ist man direkt angezogen mit einem Teil. Dazu Boots oder ja, andere Stiefel. Also richtig toll. Ich habe mir einfach nur gedacht, ach komm, hier so ein ganz einfaches Kleid mal. Das kann man immer mal schnell und ich ziehe gerne Kleider und Röcke an. Aber bei mir ist es ja oft schwierig, weil ich so kurze Beine habe, wegen der Länge, wie die dann optimal ist. Gab es auch noch in anderen Farben und ja, Größen ja sowieso. Ja, dann fehlte mir noch ein Weihnachtsoutfit dieses Jahr. Ich habe nur so zwei, drei Kleider, die ich immer wieder abwechselnd trage. Ich wollte mal gerne was Neues. Ich hatte letztes Jahr schon ein Samtkleid in Rot gesucht und nichts Passendes irgendwie gefunden, was ich optimal fand. Bei Halara bin ich tatsächlich fündig geworden. Ich weiß nicht, ob mir das hier zu viel Ausschnitt ist mit meinen Eltern Weihnachten. Aber da kann man auch super so einen Spitzentop noch drunter ziehen, finde ich. Ansonsten bin ich auch hier wieder super begeistert. Vom Stoff, vom Tragekomfort hier ist noch richtig dehnbar. Also da zwackt und zwickt auch nichts, wenn man gut zuschlägt Weihnachten. Hier unten ist es auch gerafft. Also das ist eng und fällt so ein bisschen so drüber. Also richtig eng ist es jetzt nicht. Da ist noch Platz. Also es nervt auch nicht. Aber so von der Länge her bin ich da total begeistert. Aber auch außerhalb von Weihnachten kann man das natürlich auch so anziehen. Ne? Also naheliegend jetzt Silvester, gab es auch in anderen Farben und bei Halara haben die auch noch ganz viele andere Samtkleider, auch längere, kurzarm. Also da kann man sich austoben, wenn man sowas sucht, kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. So, ich habe das Oberteil von gerade nochmal angezogen und habe noch zwei Hosen und zwar hier so eine Art Anzug-Stoffhose in so Waffeloptik oder Waffeldesign-Stoff, wie auch immer. Ja, man das erkennt, so dürfte man es sehen. Auch hier wieder muss ich sagen, sie ist super bequem. Hier hinten mit dem Gummi, was sich auch wieder hinten festzieht. Vorne aber nicht. Also vorne ist es auch leicht elastisch, aber kein Gummi drin. Also da drückt auch nichts. Die hat Taschen, was ich auch ein Must-have finde für Hosen. Die Länge, die ist wieder optimal für mich. Ja, und auch die Passform hinten von der Seite, also finde ich wirklich toll. Ich war lange jetzt auf der Suche oder besser gesagt, möchte schon ewig lange Stoffhosen tragen und nicht immer nur Jeans oder Leggings. Aber irgendwie sind die immer so ellenlang oder ich traue mich da einfach nicht dran, weil ich denke, dann passen die nicht, dann sieht das nicht aus, wozu zieht man die an? Und ja, ich bin super happy, die ist super bequem. Auch einfach mal dieses nicht so enge am Körper tragen. Obwohl ich sagen muss, die engen Hosen jetzt, die Jeggings, sind auch super bequem. Da würde es mich jetzt auch gar nicht stören. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Hose, eine Anzughose. So ähnlich wie diese, würde ich sagen. Die ziehe ich jetzt nochmal an. Letztes Teil, eine klassische Anzug-Stoffhose. Auch hier muss ich wieder sagen, auch an mich, Chapeau. Super ausgewählt, die Kombis, also mit dem Oberteil passt das ja einfach mega gut. Auch hier wieder super schöne Passform, die ist etwas weiter, auch obenrum hier so ein bisschen flatteriger. So ist aber auch eine Anzughose gedacht. Und hinten trotzdem am Po. Dann hier auch wieder Taschen, was ich ja, wie gesagt, ein Must-have finde.
Da gibt es ja viele, die dann in den Hosen, wo keine sind, die Taschen immer suchen. Super angenehm. An den Beinen, die ist ja noch mal ein bisschen weiter als die gerade. Auch hier kann ich sie einfach wieder nur empfehlen. Ja, ich habe natürlich jetzt die Schilder noch dran, weil ich mit euch anprobiere und auch nicht wusste, ob die Sachen überhaupt passen. Bin aber sehr zufrieden. Ich habe anscheinend genau richtig ausgewählt. Ich sage euch auch gleich nochmal was zu den Größen. Soll mal einmal nachgucken. Aber die Hosen sind auf jeden Fall, habe ich alle in M genommen. Und die passen alle optimal. Ja, man merkt irgendwie doch schon, dass die Sachen von Frauen für Frauen gemacht sind. Und die einfach wissen, worauf es ankommt. Das war's von den Sachen her. Also es war alles M, außer das Oberteil hier ist S. Es ist aber auch nicht zu eng. Also es ist schön eng. Ich wollte es schön eng haben, damit die Hosen, die so ein bisschen weiter geschnitten sind, dazu auch super gut aussehen. Das schwarze Kleid ist auch S. In Kleidern habe ich auch meistens S. Ich glaube, das Satin-Kleid gab es aber nur noch in M. Bin ich aber auch ganz froh, denn das passte sehr gut. Mit meinem Code, das sind wir, bekommt ihr 20%. Außer auf irgendwelche Aktionen oder Rabatte. Ja, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich bin total begeistert, wirklich. Also ich habe die Sachen vorher nicht gesehen, habe sie mit euch ausgepackt und habe nichts einzuwenden. Die Jeggings, die sind obenrum etwas fester. Und da musste ich schon ein bisschen ziehen, dass ich sie über meinen Hintern bekommen habe. Aber danach merkt man davon nichts mehr, gar nicht eng. Und ich meine, die verrutschen halt auch nicht, ne? Bei Jeans oder bei Jeggings habe ich oft das Problem, dass die dann immer rutschen. Dann bin ich da ständig so am Hochziehen und hier hinten so am Hochziehen. Also das gibt es aufgrund des dicken Bundes. Ich zeige den auch nochmal, hier wieder von innen aussieht, wie so ein Gummibund. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, ob ihr die Marke kennt, getestet habt oder testen werdet. Benutzt meinen Code, da würde ich mich auch sehr freuen. Also ich bin wirklich begeistert und kann es auf jeden Fall empfehlen. Bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!